Aber an sich könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer Alter, sein. Ich schütze nicht gerade ein gutes Bauwerk, aber. Ja. Boah, meine Spitzhacke ist weg, Mann. Weißt du, wie mich das aufregt? Ja, die kann das man war ja meine. Machen. Ja, aber trotzdem. Das war eine gute Spitzhacke. Ja, und jetzt? Schon nicht mal mittig. Wie soll man so arbeiten? Ich hab irgendwo angefangen. Das wird ganz schön steil. Ich frage mich, wie lange das gut geht. Ja. Ja. Das ist das Blöde. Vor allem das Ding ist, du musst jetzt irgendwie 4 oder 5 Blöcke runtergehen. Das ist nämlich viel zu flach, was du jetzt machst. Verdammt. Wie zu flach? Das ist nicht steil genug. Ich weiß. Mann! Elende, dämliche Steine. Ich glaube, es geht los. Jetzt reicht's. Was machst du denn? Ah ja. Wir könnten natürlich auch das Ganze anders machen. Also die Linie können wir lassen, aber wir können auch das so machen, dass sich einer irgendwo hinten zum Portal stellt und der andere baut es. Ja. Und der am Portal steht, sagt dann steiler oder nicht so steil oder solche Sachen. Mhm. Dann müsste man nicht das so dumm Kopf überbauen. Verbind's jetzt einfach. Ja, jetzt so. Nee, so langsam. Aber ich glaube nicht, dass das gut aussieht. Nee. Ja, noch ein bisschen, aber dann. Wobei, das ist halt jetzt. Das ist halt jetzt noch viel schlimmer als vorher. Jetzt ist es nämlich. Oh, irgendwie sieht es jetzt. Aber ich glaube, ich habe eins viel abgebaut. Also. Das ist einfach so. Nee, das ist schlimmer. Noch schlimmer als vorher. Oh Gott, schnell ins Bett. Ja, dann kann ich es im Schlaf betrachten. Dein Bett zeigt nämlich sogar in die Richtung. Ich gucke mir lieber die Insel an, wo sie noch schön war auf der Karte. Mhm. Wir können das natürlich auch nochmal... Alter, was ist denn das? Nee, ich finde, es ist... Es ist einfach noch zu früh die alte Linie mit der neuen verbunden. Das muss weiter unten passieren. Ja. Und zwar vielleicht... Ja, das kannst du halt... Das ist richtig behindert zum Bauen. Wie wär's, wenn wir zuerst eine andere Linie machen? Wie meinst du? Wir lassen die jetzt erstmal und machen zuerst eine andere und dann zum Schluss... Kann man ja mehr so abschätzen, wie, weil ich weiß nicht, wir können jetzt ja eine komplett neue Linie machen und gucken, ob uns die Form dann gefällt. Und dann nehmen wir die Form. Bevor wir jetzt hier irgendwas rumfuschen. Wo ist die Mitte? Hier ist die Mitte. Da habe ich wohl zu wenig abgebremst, wenigstens hier auf der Insel. Ja, das ist richtig. So, heute ist der Wurm drin. Jetzt schießt noch jemand auf mich, das bist bestimmt du. Hm? Es gibt gar keine Skelette. Doch, es gibt Skelette. Aber nicht um diese Jahreszeit, beziehungsweise Tageszeit. Boah! Okay, ich dachte, vielleicht überlebst du einen Schuss. Aber das war wohl nicht. Dann mache ich jetzt deine Sachen und hol mit deinen XP. Ah, oh, das ist schon mal gnädig, ich hatte ganze 5 Level. Ich glaube, das kam alles von deinem XP. Ich habe nicht mal einen kleinen Balken. Es ist einfach immer noch alles grau. Mann, Mann. Wobei, da ist noch ein Punkt. Ja, damit. Immer noch grau, ich weiß nicht. Naja. Hier ist ein Zombie.
Tja. Dann würde ich jetzt, da unten liegt noch Zeug. Da liegen deine Lytren zum Beispiel. Oh ja. Hier liegen noch Fackeln. Im Wasser liegt auch noch was. Dein Helm zum Beispiel liegt da unten. Wow. Ich glaube, meine Level sind kaputt. Ich krieg irgendwie keine Level mehr dazu. Naja. Liegt jetzt noch irgendwo irgendwas? Ich sehe, glaube ich, nichts mehr. Sieht gut aus. Wie weit ist jetzt ja so umgeflogen? Dafür, dass ich fast senkrecht aufgekommen bin, also gar keine horizontale Geschwindigkeit. Nein. Ja gut, das fliegt in alle Richtungen, wenn man stinkt. Jetzt können wir es ja so machen, dass jeder einmal abseits steht und einmal das Ding baut. Ja. Und dann können wir ja gucken, ob uns da, ob es da Formen gibt, die uns gefallen. Ja, jetzt würde ich mal, also ich finde es richtig schwer abzuschätzen, von, wenn man von unten baut. Ja. Ich fange jetzt einfach mal hier an, so. Warte. Schon mal nix. Ich würde es tatsächlich so machen, dass sich einer dahin stellt. Ja, und dann wechseln wir einmal ab und dann. Ja. Wer fängt an? Mir ist egal. Ich. Du erst bauen oder du erst gucken? Erst bauen, ich bin schon ein bisschen. Ja, aber ich wollte von der anderen Seite eigentlich. Wie von der anderen Seite? Weil, wenn du es baust, muss ich es ja quasi steuern. Gucken. Ja. Ja, und ich dachte mir, dann würde ich lieber von der anderen Richtung anfangen. Aber ist doch egal. Nee, weil von der anderen Richtung, also wenn ich quasi das von der Richtung hier habe, dann kann man viel besser noch das an die Landschaft anpassen, die Kurve, weil eigentlich ist es egal. Ja, das denke ich nämlich auch. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ja, warte mal, ich baue mich mal hier kurz hoch. Ich hasse das jetzt schon. Hm? Ich find's jetzt schon nervig. Okay. Das ist ein guter Ansatz. Das Ding ist, ich hinterfrage gerade ein bisschen unser Vulkandesign. Weil ich glaube, je länger ich mir das hier angucke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es immer kacke aussehen wird. Weil der einfach viel zu spitz ist und zu hoch. Ich finde, wir müssten den Vulkan eigentlich so bei 2/3 kappen und dann so eine große Öffnung machen, weil das ist sonst richtig unrealistisch. Eigentlich so ein Vulkan, der kann auch so, also von der Steigung her, könnte man es machen, vielleicht noch ein bisschen abgerundeter am Rand. Ja. Und dann aber einfach nur 2/3 so hoch, wie er jetzt ist, aber trotzdem von der Steigung gleich, sodass wir eine richtig große Öffnung haben, ja, die dann mehr so noch zerklüftet sein kann. Und dann gibt es so ein riesiges Loch in der Mitte, wo dann so Lava drin ist und so. Ich glaube, das würde besser aussehen. Weil wenn wir das jetzt so machen, das ist halt, das sieht aus wie so eine Bleistiftspitze. Und ich glaube, es gibt keinen einzigen Vulkan, der so aussieht. Ich glaube schon, aber... Ich habe vorhin nämlich nach Vulkanbildern gegoogelt. Wenn du die Base unten einschätzt, kommt halt darauf an, wenn man den... Also... Der Vulkan muss ja unten richtig breit sein, wenn der jetzt so hoch ist wie jetzt. Ja. Und der ist breiter dann nicht als die Insel wahrscheinlich, oder? Viel breiter. Wenn er so hoch ist wie jetzt... Das Ding ist halt auch... Wir bauen den so richtig... So richtig steil und richtig spitz und oben ist dann ein kleines Loch. Ja. Aber so sehen Vulkane doch überhaupt nicht aus. Keine Ahnung. Die sind doch normal, also ich habe vorhin nach Vulkanbildern gegoogelt und also die meisten, also eigentlich alle Vulkanbilder, die ich gesehen habe, die waren erstmal gar nicht steil oder nur ein bisschen steil. Ja. Und hatten dann entweder
waren die oben abgeflacht und hatten gar keine so richtige Spitze und da ist dann einfach rausgelaufen. Ja. Oder es war halt mehr so, dass es eine größere Öffnung war, aber dass es so ein richtig spitzer, dünner Berg ist und oben eine Spitze, wo Lava dann rauskommt, das habe ich noch. Das ist selten, aber so sind halt die Standardvulkane. Der in Wii Sports ist auch so. Das ja, aber halt so Alter, das ist Wii Sports. Oder wie man sich halt so Standardvulkane vorstellt. Ja. Aber wenn ich mir das gerade. Irgendwelche Berge mit einem Loch oben drin. Ja, aber wenn ich mir das gerade vorstelle, wenn wir den einfach. Ich komme mal hoch und ich baue mal ein bisschen noch was von diesem alten Strich ab. Damit ich mal veranschaulichen kann, wie ich meine, dass der Vulkan, wie hoch der sein sollte. Und dann. Ja. Also diesmal bremse ich rechtzeitig ab, bevor ich lande. Mal gucken, so vielleicht. Ich bin im Zwiespalt. Weil ich könnte es mir auch voll gut vorstellen, wenn wir den Vulkan. Warte mal, ich nehme mal wieder Erde und baue wieder so einen Turm, wie am Anfang. Eigentlich finde ich die Höhe so gut, wenn man hier so unten steht. Weil man muss bedenken, man steht hier dann im Dschungel drin. Und dann muss man den Baum ja über der. Da muss man den Vulkan ja auch über die Baumgipfel hinweg sehen. Ja. Das ist richtig. Aber doch, im Dschungel eigentlich nicht. Der muss nur auf jeden Fall größer sein als die Bäume, die drumherum stehen. Ja. Aber theoretisch finde ich. Warte, ich muss mir das mal angucken. Ich fände halt so einen realistischen Vulkan voll geil eigentlich. Und ich habe kein Bild gefunden, was so einen Vulkan zeigt. Ja, außer die Minecraft-Vulkane. Nicht mal das tatsächlich. Doch, da habe ich auch schon ein paar gesehen, aber. Also nicht in dem Stil, wie wir den haben. Ich finde, wenn wir den Vulkan. Naja, okay, warte. Ich fliege nochmal hoch. Ich habe einen Baby-Zombie gehört. Wo ist der? Boah, leckt das, wenn ich hier aufs Meer rausschaue? Warum leckt das so? Ja, das frage ich mich auch. Das ist bei mir auch so. Wenn ich auf die Insel rausschaue, läuft es besser, obwohl da mehr Zeug ist. Vielleicht ist da unterirdisch irgendwas oder so. Vielleicht ist da ein Monument. Vielleicht, aber ich weiß nicht, ob das laggen würde. Wahrscheinlich nicht. Doch, ich glaube, also ich habe jetzt einen Erdturm gebaut. Und eigentlich finde ich sogar, dass es wahrscheinlich reichen würde, wenn der so hoch wäre. Und dafür dann breiter quasi. Ja. Und dann oben eine größere Öffnung vielleicht. Ja, das wäre ja dann einfach. Vielleicht nicht eine größere. So wie er jetzt ist, nur halt früher abgeschnitten. Ja, wobei die Öffnung vielleicht nicht so riesig. Die Öffnung würde ich vielleicht so groß machen, wie sie jetzt geplant war, nur halt, dass sie so weit unten ist. Und dann die, weil dann sind diese Seitenwände deutlich flacher, weil ich würde nämlich auch, also der Vulkan schließt ja mit der Insel am Ufer ab dann, zumindest an den Seiten, wo dann keine Insel mehr kommt. Ja. Und ich finde, ich würde trotzdem weiter unten auf dem Vulkanberg drumrum so Dschungelbäume pflanzen, weil das ist bestimmt voll geil. Oh, dann ist es aber echt klein. Mensch, ich finde es jetzt halt voll übertrieben gerade. Ich nicht. Ich finde, das sieht so wie so ein majestätischer Berg aus, der sich über so alles drüber hinweg ragt. Ich habe immer noch den realistischen. Ich habe wirklich. Ich weiß nicht mal, ob das nicht viel zu übertrieben ist. Das weiß ich ja auch nicht. Weil. Das Problem, was ich sehe, ist, dass das am Ende einfach aussieht wie ein Bleistift.
Weil wir haben so eine Insel halt mit relativ wenig Steigung. Und wir haben auch keinen Platz, um einen hohen Vulkan mit so einer krassen Steigung unten abzurunden. Dafür ist die Insel viel zu klein. Das heißt, wir haben am Ende so einen Stift, der aus dem Boden raussteht. Den wir nicht wirklich abflachen können unten. Ne, man muss dann halt übers Meer ein bisschen abflachen. Müsste man dann. Alter, hier Monsterparty. Übers Meer abflachen. Boah, da müssen wir unter Wasser noch Gelände bauen. Stimmt. Ja. Na gut, aber man kann es ja, oh Gott, man kann es ja mal so bauen. Und wenn man ihn höher bauen will, das geht ja immer noch, muss man einfach nur oben drauf bauen. Ja, meinst du jetzt so wie der Erdstift? Ja. Höher bauen geht ja immer einfach. Nein, man muss ja eigentlich die Steigung dann anpassen da drauf, aber ja. Aha, ich bin gerade in eine Höhle gegangen und die Höhle ist unter Wasser, also ist zu einer Unterwasserhöhle geworden, jetzt bin ich im Meer rausgekommen. Oh. Ja, aber doch, dann können wir es jetzt eigentlich mal so probieren, weil ich glaube, das ist immer noch hoch genug, dieser Vulkan. Ich würde mal, ich weiß auch nicht, man hat hier überhaupt keine Proportionen mehr, weil hier keine Botanik keine Bäume stehen, ja. Ja, ich würde mal, haben wir Knochenmehl? Ja, haben wir. Wir haben aber keine Saplings mehr, die sind alle drüben. Ich gehe kurz darüber und hau ja, wollte gerade sagen, das geht ja schnell. Ich habe auch noch auch Knochenmehl. Aber hier sind alle so schön. Was hast du? Knochenmehl im Inventar. Ah, gut. Ich will mal nämlich einen großen Dschungelbaum unten hinpflanzen als Referenz. Mhm. Toll, ich habe einen Sapling hier rausgekriegt. Oh, was ist das? Vier. Hier im Ozean ist so, sind so Sandsteingebilde, so halb unter Wasser mit so Ertrunkenen. Ah. Meine Axt ist kaputt. Aber der Mod hat die nicht ganz kaputt gemacht. Der hat dann aufgehört, das abzubauen gut. Und ich habe noch 57 Haltbarkeit. Das ist gut. Ah, hier ist die Kiste. Weizen und verrottetes Fleisch. Super, danke. Ah. Hier ist noch eine. Kohle. Schatzkarte. Nice. Verrottetes Fleisch. Eine Schatzkarte, das ist wirklich nice. Hast du inzwischen Saplings? Ja. Gut, dann brauche ich gar nicht weiter in die Richtung hier gehen. Ich pflanze mal. Oh, da ist ein Dorf. Ein Wüstendorf. Ich pflanze als Vergleich mal einen großen Dschungelbaum. Ja. Direkt neben diesen Erddinger da. Also der ist zwar dann ein bisschen weiter unten, weil da die Steigung ist. Mhm. Aber egal, das sind ein paar Blöcke. Ich hoffe, dass mein Knochenmehl reicht. Ich habe 12 Stück. Warte. Noch 18. Ich glaube, die wachsen nur so. Probier's mal. Okay, das ist schon groß, sogar, das ist gut. Ja. Und jetzt gucke ich mal von da hinten. Weil der muss schon größer sein als die Bäume auf jeden Fall. Also deutlich größer. Mhm. Ja, aber ich glaube, das geht. Wenn man den dann oben. Ja. Theoretisch kann man den nämlich so auch machen, dass er nicht oben spitz zuläuft. Sondern, also. Schon einigermaßen spitz, aber dass er trotzdem relativ breit oben drauf ist. Und dann steht schon ordentlich was von dem Berg noch über. Und dann kann man bis zu einem gewissen Punkt kann man Bäume pflanzen und ab dann gar nichts mehr. Und dann nur noch so Stein, der dann über die Bäume drüber rausragt und so. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, von der Höhe reicht das eigentlich. Vor allem auch, wenn man sich auf dieses Erddings da drauf stellt, da ist man sau weit oben. Mhm. Die Wüste hier, die kommt mir bekannt vor. War das da, wo du gestorben bist und wegen dem Server dein ganzes Zeug weg war vielleicht sogar? Weil hier ist so ein Terrakotta-Biom nebendran. Puh, keine Ahnung. Dann würde ich aber sagen, was? Dann können wir jetzt mal diese Dinger bauen. Ich befinde mich gerade auf Schatzsuche. Oh. Oh, hier ist ein Wüstentempel. Aber wenn der Punkt von dem Spieler auf der Karte kleiner wird, ist man weiter weg, ne? Warte mal, ja. Ich geh mal in den Wüstentempel rein.
Okay. Oh, hier war schon jemand von uns drin. Hier liegt sogar noch der Sandstein rum. Oh. Da war wohl das Inventar voll. Immer. Man will die ganze Sache aus der Kiste unten mitnehmen. Ja. Doch, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das das Biom war, wo du gestorben bist und wir dann... Ja, das kann schon sein. Wir dann auch Terrakotta Gold haben. Ach, Moment mal. Hier ist doch Dschungel auf der Karte sogar zu sehen. Glaube ich. Da muss ich eher in die Richtung an unserer Insel vorbei. Aha, jetzt. Verdammt, keine Raketen mehr dabei. Jetzt muss ich meine Schallgatruhe zur Hilfe ziehen. Oh Gott, jetzt fängt's an zu ruckeln, weil ich jetzt auf den Dschungel zufliege. Oh. Na, mit dem Steak in der Hand fliegt sich's schlecht. Mensch. Mit dem Steak in der Hand fliegt sich sehr gut. Das Steak in der Hand ist das einzige würdige Item für die Hand. Bestimmt nur als Antrieb ist vielleicht etwas ungeeignet. Ja. Aber hier muss die Schatztruhe irgendwo sein.